Herzlich willkommen zurück bei Broken Age mit Vella und dem Spul. Also mit dem, wie heißt das nochmal? Raumzeitweber? Oder? Egal, auf jeden Fall, er webt und dann fährt man irgendwo hin. Wir hatten letztes Mal, glaube ich, gesagt, dass wir wechseln zu Shay. Weil wir nicht weiterkommen, weil ich nicht denke, dass hier irgendwo eine Sternenkarte noch rumhängt. Aber ich möchte trotzdem zu Shay. Auch wenn hier irgendwo eine rumhängen würde, die finden wir dann später. Also auf zu Shay. Papa. Mein Sohn, alles in Ordnung. Es gab einen Unfall. Bist du verletzt? Wo ist deine Mutter? Weiß ich nicht. Shay! Er steht wohl noch unter Schock. Shay, du musst zu dir kommen. Wer? Wer? Unser Schiff ist abgestürzt. Deine Mutter ist noch an Bord. Wir müssen sie rausholen. Brückenwächter, Gary. Gary? Bloch. Wer ist Gary? Ach, greif am Gary. Mein Kopf. Brückenwächter! Aber hol mich zuerst aus dem Sand hier raus, ja? Merrick. Wovon redest du? Schon gut, ich helfe mir selbst hier raus. Ah! Okay. Hast du diesen Körper? Woher hast du diesen Körper? Du musst dich beruhigen, Sohn. Es gab einen Unfall und deine Mutter ist noch im... Meine Mutter? Aber du bist nicht... Du bist nicht... Sie ist wirklich... Ja, sie ist wirklich da drin. Und nein, ich werde sie nicht zurücklassen. Wir werden deine Mama da rausholen. Meine... Mama? Oh, er kann sich ja auch erinnern. Wir haben uns in letzter Zeit nicht gesehen. Ich war einfach mit anderen Sachen beschäftigt und selten auf dem Schiff. Oder was ich für ein Schiff gehalten habe. Das angeblich durch das Weltall reist. Wir waren gar nicht im Weltall? Der Punkt ist, deine Mama ist noch an Bord und sie antwortet mir nicht. Hilf mir, einen Weg zurück an Bord zu finden, ja? Na klar. Aber das ist doch zu... Oh ja, es wird total verwirrt. Echte Möwen. Nicht aus Garn. Yes. Also, du versuchst wirklich? Ich versuche wirklich, wieder an Bord zu gelangen. Ich weiß, dass das Schiff Feuer gefangen hat, aber deine Mutter ist noch an Bord. Der kann mir das gar nicht kapieren, dass ihr echt seid. Also, dass ihr keine Computerprogramme seid, sondern... Ist das wirklich unser Schiff? Warum sieht es denn aus wie ein... Monster. Wie ein Monster? Keine Ahnung. Ich werde versuchen, es herauszufinden, nachdem wir deine Mutter gerettet haben. Ich frage mich, ob es meiner Mama da drinnen gut geht. Löffel! Erde an Löffel, noch da? Wenn es auf dieser neuen, seltsamen Welt Dinge gibt, die man essen kann, werde ich sie ihnen servieren. Aber ich kann auch nicht immer alles nur mit Löffeln essen. Denk doch mal an Fleisch, da muss man mit der Gabel reinstecken und abbeißen. Und wenn man ganz... Also, wenn man nicht... Naja, wenn man förmlich oder wie heißt es? Naja... erzogen sein möchte, dann nimmt man auch ein Messer dazu und schneidet die Stücke klein, bevor man das Fleisch abbeißt. Ich habe wohl schon immer irgendwie gewusst, dass meine Eltern Menschen sind. Aber? Ist eine Weile her, seit ich das letzte Mal drüber nachgedacht habe. Sagst du noch was? Geh einfach weiter. Wir haben... Hier ist Mokshatra abgeschossen worden. Hier haben wir die Welten getauscht mit Vella. Oh, die also, wenn wir eigentlich gar nicht im Weltall waren, wo waren wir dann? Karl! Ich meine, Carol! Okay. Nein, ein Vierecksmädchen, Sechsecksmädchen. Das ist einer meiner Hexonautenkumpels. Offenbar hat er den Absturz des Schiffs nicht überlebt. Nimm ihn mit. Kerl. Ja, er nimmt ihn wirklich mit. Seid gegrüßt. Ich bin Shay von Loruna. Seltsam. Wenn ich nicht durchs Weltall gereist bin, warum sprichst du dann in der Sprache eines Außerirdischen?
deinen Kleidern nach zu urteilen, bist du wohl der Anführer dieses Ortes? Ich würde ja gern noch plaudern, aber ich muss meinen Eltern helfen. Echte Möwen, nicht aus Garn. Netter Bauplan. Ich glaube, er will Hilfe. Aber ich kann dir nicht helfen. Carol. Hallo, ich heiße Shay. Ich bin Carol. Nein, warte. Weißt du was? Carol. Ich heiße Carol. Es ist mir eine Freude, dich kennenzulernen, Carol. Was machst du hier? Was machst du? Gönne mir eine Pause von meiner Familie und dieser verdammten Wolke, auf der wir leben. Ich versuche zu angeln, aber es läuft nicht so richtig. Hast du auf einer Wolke gelebt? Ja, aber das ist nicht so toll, wie es sich anhört. Gefangen in einer flauschigen, weichen Welt, ohne je irgendwo hingehen oder etwas Handfestes tun zu können. Das kann ich nachvollziehen. Ja, kann er wirklich. Weißt du die Fische? Nein. Irgendein Dummkopf hat alle Haken in der Stadt geklaut. Ich habe versucht, aus diesem Kabel einen Haken zu machen, aber das klappt nicht so ganz. Hast du ein Kabel? Ich habe eine Menge Kabel, aber die gehen alle für diese verflixten Haken drauf. Kann ich dir irgendwie einen Haken geben? Hast du das große Ding gesehen, das da auf den Strand gekracht ist? Mokchartra? Ja, was für ein Glück. Jetzt müssen wir wohl keine Angst mehr haben, dass dieses Ding hier auftaucht und unsere Mädchen frisst. Hast du gesagt, Mokchartra hat Mädchen gefressen? Bist du sicher, dass er sie nicht gerettet hat? Gerettet? Vor was? Ihren liebevollen Familien? Ja. Ja, dann viel Glück und Petri Heil, Carol. Ein schlechter Tag beim Fischen ist besser als der beste Tag auf der Wolke. Die hat die Wolke echt gehasst. Was sagt er eigentlich zu unserem Fischsud, Angelköder? Was ist das für ein Geruch? Mann, dieses stinkende, widerliche Etwas würde niemals Zutritt zur Bassi Nostra erhalten. Ich liebe es. Heirate es, spring rein, bade drin. Es macht dir Spaß. Bäh. Was sagt er denn eigentlich hier zu dem Vulkan? Anscheinend Vulkan. Zum anderen Schiff. Oh. So meine Güte, hier ist es offenbar heiß hergegangen. Ja. Ich schätze, das ist ein Vulkan. In der Kosmomnipedia des Schiffs sahen sie ganz anders aus. Vor allem, die Vulkane hatten bestimmt nicht irgendwie so ein Kristall oben drauf zum Schießen. Ai, ai. Was zum... Dieses Outfit... Operation Löwenzahn. Bist du? Bist du ich in der Zukunft? Bist du ich in der Vergangenheit? Ich kann es nicht glauben, was ich da sehe. Das ist faszinierend. Ich bin mir nicht sicher, ob die Welt zwei von uns aushält. Ja, unsere Eltern würden dem wahrscheinlich zustimmen. Ein Shay reicht völlig. Ja, warte mal, wer ist eigentlich Shay? Wir sind Shay. Ich heiße Alex. Und ich wüsste nicht, dass ich jemals Shay genannt worden wäre. Du bist nicht auf der Bassi Nostra aufgewachsen? Nein, ich bin auf der Maloruna aufgewachsen. Oh, dann sind wir also nicht. Nein, ich glaube nicht. Was für eine Erleichterung. Ja, warte mal, wieso denn eine Erleichterung? Weil du eine Glatze hast. Was? Ich wollte nur sagen, dass... Nichts. Du weißt, dass dein Papa hinten eine Glatze hat? Also, im Hinterkopf? Warum bist du so wie ich angezogen? Und warum bist du so wie ich angezogen? Hast du auch bei der Operation Löwenzahn mitgemacht? Ja, an Bord dessen, was ich für ein Raumschiff hielt. Aber dann ist es abgestürzt und war gar nicht im All. Und dann war plötzlich das zornige Mädchen da und von außen sah mein Schiff wie ein Monster aus. Weißt du, nach dem Absturz sah die Maloruna auch ein wenig seltsam aus, aber ich vermutete, dass es an den leeren Airbags und am Feuerschaden lag. Nun ja, wenn ich nicht aus dem All wäre, würde das meine Reise nach Loruna deutlich vereinfachen. Ja. Falls ich dieses Schiff repariert bekäme... Aber du kriegst es. Du willst nach Loruna zurück? Von da stamme ich auch. Ja. Es hieß aber, dass der Planet stirbt. Ja, aber woher sollen wir wissen, worüber wir sonst noch belogen wurden, wenn sie uns schon eine Reise durchs All vorgegaukelt haben?
Ja, stimmt, da hast du recht. Wie wär's, wenn du uns weiter aufklärst über... da. Wie willst du dieses Schiff zurück nach Loruna bringen? Nun ja, wenn ich meinen Allführer wieder zum Laufen bekomme, bringt er mich zu einem vorherigen Ziel. Solange ich die richtige Melodie in seinen Navigationsspieler komponiere. Melodie? Navigationsspieler? Du sprichst von deinem Navigationsschal. Navigationsschal? Deine Mutter stand wohl auf Stricken oder so. Meine hatte nur Musik im Kopf. Alles, was wir auf meinem Schiff gemacht haben, handelte war von Musik. Es bleibt jetzt unter uns. Aber ich habe von diesem Musikzeug so ziemlich die Nase voll. Dann lass uns Musik machen. Warum sollten sie uns in Raumschiffe setzen, die gar keine Raumschiffe sind? Nun, wir sollten vermutlich nach einer neuen Heimat suchen. Vielleicht haben wir auch nach etwas ganz anderem gesucht und wussten einfach nichts davon. Ja, da könntest du auch recht haben. Hast du Loruna gesehen? Hast du Loruna gesehen? Wie sieht's dort aus? Keine Ahnung. Ich wurde auf diesem Schiff geboren und meine Eltern haben mir nie Bilder gezeigt. Angeblich stirbt der Planet. Und warum willst du dann dorthin zurück? Ob er stirbt oder nicht, nach Hause zu kommen klingt ziemlich gut nach 300 Jahren in einer Sandburg. Das hatte sie nicht danach fragen können. 300 Jahre? Wo sind deine Eltern? Nach dem Absturz lebten sie noch etwa 20 Jahre lang und starben dann im Abstand von 3 Monaten. Das war einer der Gründe, dass ich in Krysulation gegangen bin. Aber wer weiß, vielleicht habe ich ja noch andere Familienangehörige auf Loruna, wenn ich dort wieder hinkomme. Wenn er ungefähr in dem Alter von Shay je angekommen ist, abgestürzt und alles Mögliche, und die Eltern 20 Jahre noch gelebt haben, und ich schätze Shay jetzt so auf 15 oder, ja, so 15, 16, dann ist er ungefähr 37. Ich weiß, ich habe jetzt 37 gesagt, nicht 35, 36, aber ich schätze Shay halt so von 15 bis 17 ein, weil er ist halt noch ein Kind. Aber nicht mehr zu klein und nicht mehr zu jung und ich sag jetzt einfach, dass er 37 ist. So 37-mäßig. Oder halt älter. Je nachdem, aber bei manchen Menschen fängt das ja auch sehr früh an, das mit dem Haarausfall. Die armen Menschen, die mit 20 schon Haarausfall haben, das ist nicht schön. Mein Schiff ist abgestürzt. Mein Schiff ist am Strand abgestürzt. Hast du es nicht gesehen? Oh, das war dein Schiff. Ja, warum? Nun, ich hab's abgeschossen. Könnte sein, dass ich es zu Fall gebracht Was? Habe. Warum? Weißt du, dieses Mädchen Vella wollte das Monster Mok Chotra umbringen. Und nachdem ich ihr was schuldig war... Mok Chotra. Brauchst du Hilfe dabei, dein Schiff zu reparieren? Na sicher. Strauchdiebe haben wichtige Teile mitgehen lassen. Nun, vielleicht haben wir ein paar extra Teile auf meinem Schiff. Es ist unten am Strand. Shay, unser Nicht Schiff mehr. Ist zum Leben erwacht und davongeflogen. Wahrscheinlich per Autopilot nach Loruna. Oh nein, bin das ich in der Vergangenheit? Nein, Papa, das ist Alex. Er war vor vielen Jahren an der Operation Löwenzahn beteiligt. Ray Walter, freut mich, dich kennenzulernen. Sein Schiff ist ebenfalls hier abgestürzt und jetzt will er zurück nach Loruna. Das gibt's doch gar nicht. Wir sind in einem Löwenzahnkreuzer aus dem Diamantzeitalter. So einen habe ich noch nie gesehen. Wenn wir mein Schiff zum Laufen bringen, kannst du gerne mit mir zurückkommen und auf Loruna nach deinem Schiff suchen. Mein Sohn, du hast vermutlich gerade eine Möglichkeit gefunden, deine Mutter einzuholen. Ich könnte da meine spezielle Rumpfreparaturmischung anbieten. Würde dir das weiterhelfen? Na sicher. Ich wette, dass das Fahrwerk meines Babys hinüber ist. Lass mich nur machen. Unten am Strand habe ich einen Behälter mit gutem Starterenzym gesehen. Ja, das ist mein Papa. Cool. Also er hat die Frischbrühe gefunden. Gut. Also, was braucht dein Schiff noch zum Fliegen? Lass mal sehen. Ich brauche immer noch ein Genie in Elektronik und, außerdem muss dein Vater noch die Löcher im Rumpf reparieren und außerdem brauche ich noch einen Strahlenschutzanzug. Dann haben wir noch keine supraleitende Gyroskop-Hypercam und... Wir müssen noch meinen hochleistungsfähigen Anti-Schwerkraftschubantrieb ersetzen. Sobald wir das alles geschafft haben, können wir abfliegen. Bin dabei. Yay, was ist so ein früher Geier? Das ist eine supraleitende Gyro, weiß der Geier. Eine supraleitende Gyroskop-Hypercam. Ein kleines, aber wichtiges Teil für die Schiffssteuerung. Okay.
Schön. Ich zeichne dir mal eine detaillierte Skizze davon. Gut. Mal sehen, ob ich... Dafür hast du nur ein paar Sekunden gebraucht? Ah! Blau! War das jetzt ein Wolf? Hast du auch einen seltsamen Wolf auf deinem Schiff, der dir sagte, dass du die Schiffssteuerung hacken sollst? Komisch. Ich bekam auch solche Ideen serviert, aber es ist mir zu peinlich zu sagen, von wem. Von wem? Welche Art Hilfe brauchst du denn mit der Verkabelung? Ich brauche ein Genie in Elektronik, das in die hintersten Ecken kommt, löten kann und sich auf einen Blick ganze Leiterplatten einprägt. Okay, das bin ich schon mal nicht. Ich finde jemanden für dich. Wer könnte das sein? Die ich mit Bella kennengelernt habe, die können ja, konnten, haben ja nichts mit Elektronik gemacht, oder? Nee. Und wer hat deiner Meinung nach dein Schiff geplündert? Ich verdächtige eigentlich die Wachen da draußen. Welche Wachen? Das stimmt nicht, so wie die angezogen sind. Da draußen sind keine Wachen. Sie haben sich davon gemacht? Ja. Mann, vor 300 Jahren waren die Leute noch viel professioneller. Das kann ich dir sagen. Ich habe mir einfach Angst gekriegt, dass plötzlich jemand von 300 Jahren wieder aufgewacht ist und Unfug stiftet und Mock Chatterer abschießt. Und was am Outfit der Wachen hat dich Verdacht schöpfen lassen? Sah es so aus, als würden sie etwas darunter verstecken? Nein, vielmehr, dass sie aus demselben Material gemacht waren wie meine Strahlenschutzvorhänge. Oh. Oh. Sag mir. Komm schon. Sag mir, wer dich darauf gebracht hat, das Schiff zu hacken. Ich begann zu halluzinieren, dass mein Cello mit mir sprach. Dein Cello? Coole Sache. Es lief herum, redete und sagte mir, dass ich gewisse Dinge von meiner Mutter geheim halten sollte. Ich glaube, das war ziemlich einfach, weil er keinen Bock mehr auf die ganzen Musiksachen hatte. Also hat er auch nicht mehr mit seinem Cello richtig gespielt? Oder konnte er es noch so spielen? Hatte dein Cello einen Namen? Nun ja, es nannte sich Merrick. Aber weißt du, ich... Wie alt ist Merrick? Nein, nein, ich hatte auch einen Merrick. Er wollte, dass wir, Mädchen retten. Oder... fangen. Diese hilflosen Geschöpfe waren... Oh Mann, was bin ich froh, dass ich es nie geschafft habe, eine zu retten. Du bist abgestürzt, warum auch immer. Bis später. Okay. Also Merrick ist über 300 Jahre alt. Ja, er sieht ja auch aus wie so eine halbe Leiche. Was ist das? Das hat mich schon fasziniert. Was dass ist ich das? Das sieht aus wie eine Sternkarte. Muss mir das aufmachen irgendwo. Ich muss es mir doch irgendwo aufzeichnen. Ah, Kram. Okay, die Karte ist 5 Striche lang, weil das ein Notenschlüssel ist. Da ist ein Notenschlüssel. Und dann kommt hier ein Nötchen hin. Dann kommen hier 2 Nötchen hin. Dann kommt hier noch ein Nötchen hin. Darunter kommt noch ein Nötchen und hier kommt 3 Nötchen hin. Okay. Okay, ich versuche das nachher mal mit Vella. Aber erstmal alles angucken. Hey, du hast diese altertümliche Laserspule und den Verstärkerkristall völlig falsch verbunden. Soll ich... Nein, fass bloß nichts an. Das Zeug ist mir ein paar Mal schon fast durchgebrannt und äußerst instabil. Ich kümmere mich bald um die Reparatur davon. Also ich finde... Überlass es mir. Schon gut, schon gut. Ich finde, sein Schiff sieht nicht so... Okay, jetzt schon. Also nicht mehr so altertümlich aus wie sein Schiff, weil er hatte nur Spielsachen von Babys. Und das sieht schon eher jugendlich aus. Was ist das? Sag mal, wofür ist eigentlich dieser diamantförmige Sockel gut? Nichts, okay, dann schmeißen wir das da jetzt rein. Das ist nicht exakt die gleiche Form, aber... Es funktioniert? Vielleicht... Das sieht gar nicht gut aus. Hier, du wolltest doch so einen Strahlenschutzanzug. Brauchst du einen Strahlenschutzanzug? Ja, aber... Der ist etwas zu klein für mich. Naja, du hast ja auch keine Größe angegeben. Ja, tut mir leid. Ich brauche ein wenig mehr als Kindergröße. Alles klar, jetzt weiß ich's. Aber wo kriegen wir denn den her? Also, das ist der einzige Strahlenschutzanzug, den wir haben.
Können wir den irgendwie klonen oder vergrößern mit irgendwas? Seltsam. Mir kommt es vor, als hätte ich diese Pyramide schon mal gesehen. Aber wo? Sagatze? Ich schätze, das ist ein Vulkan. In der Kosmomnipedia des Schiffs sahen sie ganz anders aus. Okay, ich habe gerade gedacht, er will noch was erzählen, aber tut er nicht. Warte, laden die Hintergründe? Es ist wirklich weg. Waren die Hintergründe von der Eislandschaft nicht so? Wo sind die ganzen Seemuscheln hin? Welche Seemuscheln? Stimmt, die ist weg. Diese große Seemuschel ist weg. Papa, hast du die geplant? Papa, mein Sohn? Was ist los? Was ist los? Ich habe hier etwas vergorene Biomaterie gefunden. Die perfekte enzymatische Grundlage für meine Rumpfpastenformel. Es gibt nur ein Problem. Ich kann das Bindemittel erst dazu geben, wenn ich weiß, dass der pH-Wert perfekt abgestimmt ist. Okay. Sonst war alles für die Katz. Und wie bestimmen wir das? Mit einem pH-Wertmesser? Tun wir da so kleine... Also nehmen wir da was ab und testen das dann mit einer Skala? Ich würde gern mehr tun, um Alex dabei zu helfen, sein Schiff zu reparieren. Nun, was muss noch erledigt werden? Hast du etwas Kabel? Hast du etwas Kabel? Alle meine Werkzeuge befinden sich noch auf dem Schiff. Nein! Kennst du dich mit Elektronik aus? Das Schiff hat seine Verkabelung immer mit Robotern repariert. Deshalb musste ich leider nie lernen, wie das geht. Kannst du eine supraleitende Gyroskop-Hypercam bauen? Klar. Bitte die Schiffsreplikatoren einfach... Oh ja. Nun, vielleicht weiß ja hier jemand, wie es geht. Also nein. Wo bekomme ich einen hochleistungsfähigen Antischwerkraft-Schubantrieb her? Die Dinger sind ziemlich groß. Nicht zu übersehen. Es sei denn, jemand versucht, ihn zu verstecken. Okay. Hast du einen Strahlenschutzanzug? Ich würde dir mein letztes Hemd geben, mein Sohn. Aber ich fürchte, es würde keinen Schutz gegen Strahlen... Keine Sorge, Papa. Ich habe alles unter Kontrolle. Guter Junge. Vor allem, er ist fast so groß wie sein Vater. Wie läuft es mit der Rumpfpaste? Sehr gut. Außer, dass ich die letzte Ingredienz erst dazu geben kann, wenn ich weiß, dass der pH-Wert korrekt ist. Wie kann ich dir denn helfen? Kannst du nicht einfach einen Geschmackstest machen? Meine Geschmacksknospen sind nicht empfindlich genug. Und außerdem habe ich da Gift angetan. Nun, das macht man, um Raumparasiten davon abzuhalten, die Paste anzuknabbern. Habe ich wohl aus Gewohnheit gemacht. Wie könntest du den pH-Wert denn überhaupt ändern? Ich habe alles Calciumcarbonat, das ich finden konnte, hinzugefügt, um den Säuregrad zu senken und den pH-Wert zu erhöhen, der jetzt so in etwa hinkommt. Aber ich muss sicher gehen, dass der Wert genau bei 7 liegt, also bevor ich die letzte Ingredienz hinzufüge. Woher hast du das Calciumcarbonat? Ich habe jede einzelne Muschel am Strand zermahlen. Aber ich fürchte, es ist noch immer nicht genug. Ja, das fürchte ich auch. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Ich habe schon wieder überzogen. Bis dann!